Wir haben heute eine Informationsveranstaltung. Der renommierte Arbeitsrechtler Professor Marholt wird berichten, wie die arbeitsrechtliche Situation bei einem Streik ist. Am Montag findet ein Warnstreik in den Wiener Krankenanstalten, Verbundspitälern statt, wo ein Betrieb ähnlich wie an einem Wochenende oder einem Feiertag stattfinden wird. Erreichen möchten wir, dass die ärztliche Arbeitszeit nicht plötzlich massiv reduziert wird. Es gibt eine Weisung, dass mit 1. September bis zu 15.000 Nachtdienste ersatzlos gestrichen werden, zusätzlich Schichtdienst eingeführt werden soll und ein Überstundenverbot. Das heißt, eine Reduktion der ärztlichen Arbeitszeit von 2014, wo sie 55-60 Stunden in der Woche betragen hat, auf 40-45 Stunden pro Woche. Und diese Reduktion, diese massive Reduktion, ist nicht nur Rahmenmaßnahmen abgefangen worden und führt auch zu einer Reduktion der Leistungsfähigkeit des Wiener Gesundheitssystems. Und das möchten wir unbedingt verhindern. Im Interesse der Patientinnen und Patienten.